Misskultur. Es gibt ein Buch eines Historikers, das heißt Homo Ludens, der Mensch als spielendes Wesen, der Mensch ist ein Spieler. Der Mensch will spielen. Die interessantesten Spiele sind die, die eben mit Strategien zu tun haben. Und welche großen Spiele sind es? Fußball und Schach. Fußball ist ein Medium. Fußball transportiert Werte und vermittelt die Werte. Es geht doch um den Geist. Dieser Geist ist genauso vermittelbar in der Kirche, vermittelbar im Leben, im einfachen alltäglichen Leben, als auch am Fußballplatz. Eben werden geschieden, Beziehungen zerbröseln, Jobs verliert man, sage ich immer. Aber der Verein bleibt immer halten. Im Guten wie im Schlechten. Wir brauchen immer wieder Kontroversen, eine Dialektik, wir brauchen Gegenspieler. Und es gibt kein Spiel, bei dem sich so ideal zwei Parteien einander gegenüberstehen. Eben nicht nur Einzelkämpfer, sondern eine ganze Mannschaft. Es kommt also auf den Individualismus genauso an wie auf den Teamgeist. Das Runde muss ins Eckige rein. Das ist die Hauptidee. Und viel mehr gibt es nicht. Es gibt was noch Wichtigeres, eine schlechte Kontrolle des Spiels. Das heißt, es gibt einen Schiedsrichter und zwei Assistenten, oder früher hat man gesagt Outbachler, die halt das Spiel kontrollieren sollen. Das gehören die aber nicht wirklich, Gottlob. Das heißt, die treffen anderen viele Entscheidungen. Ich behaupte, dass der Fußball genau davon lebt, von der Chance, dass anderen was Falsches passiert. Es täuscht nichts vor. Es ist wie das Leben selber in hohem Maße ungerecht. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo Menschen gezwungen werden, sich immer mehr selbst zurückzunehmen, ihre Affekte, Emotionen unter Kontrolle zu haben. Man darf Gefühle möglichst nicht zeigen. Und der Fußball, gerade das Fußballwochenende, ist eines der letzten wirklich Orten, wo alle, und zwar unabhängig von Stand und sozialer Schicht, wirklich mal auf gut Deutsch gesagt die Sau rauslassen können. Ich glaube, dass das Publikum nicht mehr zuordnenbar ist, nicht mehr schichtspezifisch. Die Auflösung der Schichten, glaube ich, hat dazu geführt, dass ein Psychiater aus Birmingham in Paris ein Hooligan ist und in Birmingham ein Psychiater. Und nach den Matches ist es ja sehr schön anzuschauen, wie die Leute sich wieder zurückverwandeln in ihre bürgerliche Existenz, quasi bürgerliche Existenz. Fanaticus, der Begeisterte, der Rasende, der Fan. Auf dem Weg zum Ort der Götter, zu seinem Tempel, dem Fanum. Trommeln, Farben, Gesänge. Wo immer Fans auftreten, unterscheiden sie sich nicht nur optisch und akustisch, sondern gewissermaßen auch amtlich. Die Polizei unterscheidet zwischen A, B, C-Fans. Das eine sind die Konsumorientierten. Das sind die, die gehen dahin, zahlen für ihr viel Geld für einen Eintritt und möchten dann ein gutes Spiel sehen. Das sind auch die ersten, die wieder rausgehen, wenn das Spiel schlecht ist oder pfeifen. Und das sind vor allen Dingen die, die beobachtet man bei der Europameisterschaft sicher besonders, die dahin gehen, weil sie dort, weil es dazugehört und für die dieses Fußball mittlerweile ein Event ist, das 3 Stunden vorher beginnt und 3 Stunden hinterher endet und ärgerlicherweise durch 90 Minuten Fußball unterbrochen wird. Ja, das Leinwande sind die Fans. Es ist ihre Bühne, ihre Performance. Dann haben wir die erlebnisorientierten Fans. Das sind die, die für die Fußball eigentlich nur noch ein Umfeld ist, für ihre eigenen Bedürfnisse nach Action, nach Spannung und nach Gewalt. Und wir haben die Fußballzentrierten, die sich ganz stark mit dem Fußball, mit dem Verein, mit der Mannschaft identifizieren. Und für die im Prinzip der Erfolg der Mannschaft der eigene Erfolg ist. Entsprechend kann man sie nochmal unterteilen in sogenannte Kuttenfans. Das sind Fans, die durch ihre Jacken, wo sie ihre Sticker drauf haben, klar signalisieren, für wen sie sind, aber auch gegen wen sie sind, wo zum Teil auch verbotene politische Gesinnungen mitvertreten werden. Dann haben wir
die breite Palette der Ultras, die im Prinzip sich dafür verschrieben haben, dafür zu sorgen, dass der Fußball seine alte, traditionelle Atmosphäre, seine Stimmung bewahrt, die sich gegen Kommerzialisierungstendenzen wehren, also so etwas wollen wie die Seele des Fußballs erhalten und die soziale Wurzeln verteidigen. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren die Jünger alle an einem Ort beieinander. Das Problem der Ultras besteht ja darin, dass sie ihren Anspruch haben, möglichst ein ganzes Stadion in ihre Choreografien einzubinden. Auch wenn ihre Grundphilosophie ist gegen Rassismus und gegen Gewalt, haben sie keine Probleme, wenn die in ihren Gruppen drin sind, weil sie einfach einen großen Support wollen. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und sie fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Kultur selber kommt ja aus Italien und zwar interessanterweise aus den 60er Jahren, 68er Generation, die linke studentische Protestdecke. Da war auch Ultra damals sehr stark politisch links orientiert. Deshalb auch diese wichtige Kritik an der Kommerzialisierung, Vermarktung, an allen diesen Tendenzen. Und erst später hat sich diese politische Gesinnung in Italien sehr stark in rechte Lager. Und es heute dominieren die Rechten und Rechtsradikalen und nicht die Linken. Aber das, was sich an Kulturen dort entwickelt hat, das ist im Prinzip von den Ultras dann in Deutschland, Frankreich und so weiter übernommen worden. Und im Prinzip sind eigentlich die Vorbilder die italienischen Ultras. Was sehr wichtig ist, wie alle Revolutionäre, ein Schal, auch in der Revolution 1848, man hat Bänder und Kappen, ne? Genauso, die kann man leicht verstecken. Versteckt wird heute nichts mehr. Im Gegenteil, der Fan bekennt sich offensiv in der Öffentlichkeit. Das Merchandising hat sich weltweit zu einem Milliardengeschäft entwickelt. Aber nicht alles, was den wirklichen Fan auszeichnet, lässt sich kaufen. Das Karte ist Rotterdam, kriegst nicht mehr. Auf mich auch kaufen, wenn ich Stadion hätte. Für den Individualisten ist Fußball Kopfsache. Echte Stammeskrieger outen sich mit Kopfschmuck und Kriegsbemalung. Hymnen und Feldzüge. Ich will darauf hinweisen, eben diese Wichtigkeit des Helden, ja, charakteristisch für solche Gruppen, sind eben auch Hymnen. Ich brauche Hymnen. Hymnen, die mir klar machen, wie heilig dieser Bund ist. Es ist ein heiliger Bund. Die Hymne ist ein feierlicher Preis- und Lobgesang und keinen formalen Regeln unterworfen. Ganz simple, stupide Lieder, die überhaupt keinerlei Auswahlkriterien unterliegen. Vor 20 Jahren gab es eben bei der Rapid, wie jetzt bei der Austria, viele wichtige Fanclubs. Und da war nicht klar, wer ist da der Wichtigste, der Zentralste ist. Und da gab es natürlich auch Konkurrenz der diversen Ausdrucksformen und der Sprüche. Jetzt gibt es diesen großen Eintrommler, der irgendwie vorgibt, was geschrien und gesagt und von sich gegeben werden muss. Heute für ein bisschen fad, muss ich gestehen. Es macht zwar ein gutes Fernsehbild, man muss es mal anmerken, schöne Kurven, herrliche Choreografie, immer die schönen lauten Sprüche, aber es fehlt die Differenz der Nuancen der witzigeren Sprüche.
Anstelle der kreativen Vielfalt von Sprüchen, Slogans und Parolen treten heute die Schlacht der Megafone und pyrotechnische Inszenierungen. Ganz nach dem Vorbild unserer südlichen Nachbarn. Italienisch heißt immer ein bisschen auch Rauch, Feuer, barocke Fahnen, andere Inszenierungen. Ich glaube, das hat sich dann sicher über die Ultrakultur zu uns auch durchgesetzt, langsam im Laufe der Jahre. Macht ja ein schönes Ding, ja, ein bisschen Rauch und so, das ist ja wie eine Messfeier fast. Fußball muss man zelebrieren. Also der Weg schon im Stadion muss zelebriert werden. Es ist ganz wichtig, zum Beispiel die Farben, Trikots, genauso die liturgische Farben in der Kirche, Violett zum Beispiel. Aus der Wien, Krön, Rapid Wien, es gibt diese viele Parallelen. Das barocke Inszenieren von Rauch, von Fahnen, das ist wirklich anti-England, das ist ja nüchtern. Gesänge, You'll Never Walk Alone, ist wie Liverpool, klassisch. Und alle singen mit, das Stadion tönt, ein Klang, ein Lied. In England gibt es keine Ultras, die haben nur ihre normalen Supporter oder die Hooligans. Aber auch da sind die Hooligans so gut wie ein Auslaufmodell durch die ganz strengen Repressionen. Und das Problem, was wir im englischen Fußball haben, sind die Supporter, die nicht in erster Linie gewalttätig sind, aber ein Riesenproblem haben. Sie singen laut, falsch und saufen bis zum Umfallen. Hello, hello, we are the Chelsea boys. And if you are a Tottenham fan, surrender or you die. We Chelsea. Dann kann man natürlich umgekehrt sagen, wie will man dagegen angehen, wenn gleichzeitig jedes Spiel im Fernsehen übertragen wird, gesponsert von Bitburger oder von Krombacher oder die deutsche Fußballnationalmannschaft dann wirbt, in denen dann alle lüstern auf ein Glas Bier gucken. Wenn diese Signale gesetzt werden, halte ich es für äußerst pharisäerhaft, wenn man dann hingeht und beklagt, dass junge Menschen sich volllaufen lassen und dann gewalttätig werden. Also durch das Fernsehen ist ja Fußball leider ein Geschäft geworden. Durch das Fernsehen ist ja die Werbung viel wichtiger geworden wie das Spiel. Ich bin nicht der Meinung in Allgemeine, dass das Packpapier wichtiger ist als das, was drin ist. Das sogenannte Packpapier bestimmen im Fußball potente Sponsoren. Besonders Reiche leisten sich ein Flugzeug, eine Insel oder auf der Insel einen Fußballclub. Für sagenhafte 210 Millionen Euro wurde der englische Traditionsklub Chelsea gekauft. Vom russischen Geschäftsmann Roman Abramowitsch. Magnaten engagieren sich auch in Österreich und möchten dem einen oder anderen Spitzenklub Flügel verleihen. Doch viel Geld ist noch immer keine Garantie für Tore. Eher noch für einen neuen Namen. Immerhin heißt Arsenal London immer noch Arsenal London und hat dieselben Farben wie immer, nämlich rot. Das gilt ja für Red Bull wohlgemerkt, Salzburg nicht mehr. Das heißt, da ist ein ganz anderer, wirklich ein radikaler Schnitt passiert, weil man denkt, das habe ich sonst noch nie wo gesehen. Also diese Modernisierung ist wirklich radikaler als die in Spanien, England, Deutschland, wo auch immer. Einen Kunstverein zu schaffen, der irgendwie auf Kunstrasse spielt, welche Metapher. Macht Geld alleine den Fußball unsympathisch? Fans haben eine klare Ansage. Sportlich liegen die Sympathien natürlich immer beim David.
Und die Fans des Goliath müssen nicht nur mit Niederlagen, sondern auch mit dem schlechten Image ihres Teams mit Anstand zurechtkommen. Das ist so, wie das Ensemble eines Opernhauses ausschlaggebend ist für die Qualität und für die Sympathieträger. So sollte es auch ein Spieler sein. Aber die kann man ja gar nicht mehr kennenlernen, weil kaum kennt man sie, sind ja schon anderswo und haben überhaupt keine Bindung weder mit der Stadt noch mit dem Land, auch wenn man die alle einbürgert in Österreich. Davon haben die keine größere Österreich-Nähe bekommen. Ist natürlich einfach nur ein Bild der Zeit. Menschen sollen Maschinen sein, die berechenbar einsetzbar sind. Und da ist das eine Metapher dafür und ein Vorbild. Ich nehme schon an, dass auch die Organisation eines Fußballclubs keinem internationalen Konzern nachsteht und die Inbesitznahme durch Unternehmer durchaus wieder ins Mittelalter zurückführen. Das eindrucksvollste von allen Mitteln der Zerstörung ist das Feuer, sagt Elias Canetti. Es ist weithin sichtbar und zieht andere an. Es zerstört auf unwiderrufliche Weise. Die Masse, die Feuer legt, hält sich für unwiderstehlich. Die Hooligans waren auch eine typische Antwort auf diese Entwicklung im Fußball. Die ist nämlich dann entstanden aus den Schlachtenbummlern, als die Vereine aufgrund der Kommerzialisierung sich immer weniger um die Fans und Zuschauer gekümmert haben. Und dann hat sich im Prinzip etwas entwickelt. Man hat fast eine Parallele, so wie aus dem Spieler, der noch aus dem eigenen Stadtteil kam, mit dem man vielleicht sogar noch leicht zur Arbeit ging und mit dem man sich hoch identifizieren kann. Heute der distanzierte Star wurde, der nicht mal ein langfristiger Vertrag beim Verein hält, wenn ein anderer ihn rauskauft, geschweige denn, dass er von der näheren Umgebung stammt. So ist aus dem leidenschaftlichen Anhänger und Schlachtenbummler der coole, distanzierte Hooligan geworden, der nicht mehr dahin geht, wo sein Verein spielt, sondern wo die beste Action abgeht. Manchmal verabreden sich die Fans der einen und der anderen Mannschaft, so Gruppen zu 30 Personen, an einem Platz und sie schlagen sich gegenseitig mit Gegenständen nieder. Wir verabreden uns um 15 Uhr. Wer kommt, der kommt, die anderen sind Ärsche. Wir gehen dorthin, wo die Fans der Krakauer sind und räumen dort auf. Wir nehmen Baseballschläger, Knüppel und Messer mit. Wir schlagen alles kurz und klein, ohne Rücksicht. Danach schnell zu den Autos und zurück nach Hause, damit uns die Polizei nicht erwischt. Hauptsächlich nehme ich an solchen Auseinandersetzungen teil, weil ich das Adrenalin brauche. Und wenn man mit einer Axt läuft, kriegt man das Adrenalin. Ich glaube, dass die Gewalt am Fußballplatz einfach da sein muss, sonst funktioniert es nicht. Und dass die Hooligans sowas wie das kleine Ritzchen sind, aus dem was herausquillt. Mittlerweile sind die auch professionalisiert und ungefähr wie bei G8-Gipfeln gäbe es keine Hooligans, wäre es nicht so interessant in den Medien. Also ich denke, das ist einfach ein Package. Und es anders zu sehen, ist romantisch. Elias Canetti in Masse und Macht. In der Entladung werden Trennungen abgeworfen und alle fühlen sich gleich. Um dieses glücklichen Augenblicks willen, da keiner mehr, keiner besser als der andere ist, werden die Menschen zur Masse. Der Mensch ist ein Wesen, das Grenzen will, aber Grenzen übersteigen will. Wenn ich so Berichte sehe, war das früher auch so. Schauen Sie, ich bin in den 50 Jahren so groß geworden. Und da waren diese Halbstarken. Da sind ja ganze Kinosäle zertrümmert worden. Gewalt macht auch Spaß. Aber Spaß an der Gewalt hat immer psychologische und soziale Wurzeln. Also das hat auch mit Zukunftsperspektivproblemen junger Menschen zu tun, dass die immer weniger Möglichkeiten haben, sowas wie eine positive Identität zu entwickeln. Und positive Identität heißt nämlich positive Antworten auf die Frage, wer bin ich, was kann ich. Im Gewaltgutachten der Bundesregierung wird den Schulen zum Beispiel vorgeworfen, dass in der Schule heute Schüler nur noch erfahren, was sie nicht können, viel zu wenig erfahren, was sie können. Und dann suchen sie sich Räume, wo sie zeigen, was sie können. Also Choreografien, die Stimmen, was im Stadion passiert und was nicht, das gibt Macht. Oder einer sagt es ganz knallhart,
wenn ich einen vor mir am Boden liegen sehe, dann bin ich der Geile, bin ich der König. Also sich über Gewalt ein Stück Selbstwertgefühl zu holen. Und das sind die Ursachen. Es gibt sehr viele junge Fans, um 16, 17, junge, wirklich junge Kids bei Austria, bei Rapid, die latent gewaltbereit wären. Das war unsere Beobachtung unserer letzten Arbeit. Und ich denke, dass man da eins machen müsste, ganz gezielt sozialpädagogisch zu intervenieren. Also ich glaube nicht, dass man nur mit polizeilichen Mitteln das Ding in den Griff kriegen kann. Es braucht auch, und vor allem bei jungen Kids, die Intervention von Sozialpädagogik, die da wirklich helfend beiseite steht in den Menschen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also wir wissen, dass in der Zwischenkriegszeit manchmal ganz gewaltige Exzesse gegeben hat und natürlich, dass oft die Austria auch von höchst prominenter Stelle einmal als Judenmannschaft bezeichnet wurde. Wenn Hakko auch gespielt hat, das war eine zionistische Mannschaft. Und Austria war mehr so das liberale Judentum, Bürgertum, nicht? Schöps und so. Wenn die gespielt haben gegen Rapid, dann ist es zugegangen. Nicht? Der Rassismus hat nicht zugenommen, er hat eher, zumindest der offene Rassismus, eher abgenommen. Das heißt aber nicht, dass der Rassismus verschwunden ist, sondern er ist subtiler und verdeckter geworden. Subtiler wäre, wenn ein farbiger Spieler auf dem Platz ist, muss er erheblich bessere Leistungen bringen. Umgekehrt, wenn er einen schlechten Tag hat, wird er sehr viel schneller ausgepfiffen und dann sehr viel schneller auch rassistisch angepöbelt als ein weißer Spieler. Und dann gibt es sogenannte Verdeckte. Das heißt, man ist nicht mehr offen rassistisch, indem man Hitlergruß zeigt oder sonst etwas, sondern man trägt dann Sweatshirts, wo 88 draufsteht. Das steht für den achten Buchstaben im Alphabet, HH, und das heißt Heil Hitler. Oder für 18, das wäre dann AH Adolf Hitler, bis hin zu der Form, die man jetzt beobachtet, die aus Polen übernommen wurde, in Stadien, die nicht ausverkauft sind, wo die Fans relativ viel Plätze in den Blöcken haben, bilden die aus Menschen ein Hakenkreuz. Und wenn man dann drauf schaut, sieht man das Hakenkreuz, aber es ist kein Hakenkreuz, man sieht. Und wenn dann Polizei kommt, verstreuen, die machen das auch nicht sehr lange, sondern immer nur 6-8 Sekunden. Dann können sie sagen, wenn man es selbst fotografiert hat, das war zufällig so. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass der Antisemitismus in Polen unheimlich ausgeprägt ist. Er hat lange historische Geschichte, hat auch was damit zu tun mit dem großen Katholizismus in Polen. Wir haben einen ausgeprägten Antisemitismus und deshalb sind auch viele dieser Dinge, die da passiert, gesellschaftlich nicht tabuisiert und auch rechtlich werden sie nicht verfolgt. Trotz mangelnder gesetzlicher Konsequenzen waren in der jüngsten Vergangenheit aus Polen keine rechtsextremen Ausschreitungen in den Medien. Ganz im Unterschied zu Italien, konkret aus dem Umfeld des Fußballclubs Lazio Rom. Dieses Problem des Rechtsradikalismus und des Faschismus, das würde ich ja nicht an Lazio Rom festmachen, das ist ein italienisches Problem. Nehmen Sie mal den Herrn Berlusconi. Der verhält sich doch faschistisch hoch 5. Dazu kommt, dass in Italien das Zeigen des Hitlergrußes und das Zeigen des Hakenkreuzes nicht verboten ist. Es fällt also nicht unter den Paragraphen Völksverhetzung. Und insofern können die das. Und das hat ja auch dieser Catania, der Spieler von Lazio Rom, der dann den faschistischen Gruß zeigte in die Kurve, gesagt, ich weiß nicht, was er wollte, ich bin Faschist, dazu stehe ich. Aber ich bin kein Rassist. Ob das zusammenpasst, das ist eine andere Frage. Aber das hat etwas mit der politischen und der Wertekultur in Italien zu tun, dass die da das so offen ausleben können. Das geht ja bis dahin, da muss man sich auch fragen, das wäre weder in Österreich noch in Deutschland, geschweige denn in England möglich, dass nach dem Mord dieses italienischen Polizisten in Catania hat der Präsident der italienischen Profiliga, hat er wörtlich gesagt, er wüsste gar nicht, warum die Leute sich so aufregen, Tote gehören zu dem System. Tote gehören zum System Profifußball. Seit 1985, der Tragödie im Heyselstadion in Brüssel, müssen wir zwar mit Toten im System Profifußball leben. Dieses Ereignis führte aber dazu, dass die Sicherheitsauflagen verschärft und Organisation und Logistik reformiert wurden. Der Ausschluss der englischen Clubs von internationalen Bewerbern führte vor allem in britischen Stadien zu gravierenden Veränderungen. Was die immer wollten, England nach diesen schlimmen Geschichten der 80er Jahre, war offenbar ein neues Publikum. Und das dürfen die zum Teil geschafft haben. Ein Publikum, das nach oben hin, sozial nach oben hin verschiebt. Menschen mit mehr Geld, mit anderen Verhaltensweisen, mit mehr Selbstkontrolle möglicherweise auch. Ein braveres Publikum.
Nicht nur die Gewalt, ausgehend von den Hooligans, wurde von den Fußballplätzen verbannt, sondern aufgrund der Sicherheits- und Verhaltensvorschriften verschwanden auch die Ultras. Heute finden wir neben den Supporters vor allem viele Frauen und Kinder, was dazu führte, dass die ursprünglich für England typische Stimmung, der sogenannte Roar, aus den Stadien verschwand. Die Ultras von Manchester United haben, als das passiert ist, haben die einen eigenen Club gegründet, 20.000, einen eigenen Verein gegründet, gehen zu den Spielen am Amateurbereich und gehen nicht mehr zu Manchester United. Sie haben also die traditionelle Fußballkultur mit all dem, was es ausmacht, die Seele des Fußballs und die sozialen Wurzeln, verlagert in den eigenen Verein, den sie leben. Und sie werden nebenan Manchester haben, der irgendein Verein ist, mit dem sich niemand identifiziert, außer die Krabbenbrötchenbrigade, die dann im Stadion entsprechend sich verwöhnen lässt. Die Krabbenbrötchenbrigade aus den VIP-Clubs. Sie stellt offenbar ein neues Publikumssegment dar. Von den wirklichen Fans durch Absperrungen getrennt. Doch in Österreich gelingt eine Synergie. Der Fußballclub SV Mattersburg übt sich in Zusammenführung. Zusammenführung nicht nur während des Spiels, sondern auch im kulturellen und gesellschaftlichen Umfeld. Stars zum Anfassen. Der Club für alle. Eine große Familie auf dem Weg zur Spitze. Ja, bei uns ist es halt sehr familiär. Man ist ja mit Mattersburg, sage ich jetzt einmal, seit der Landesliga, dann rauf, Regionalliga, zweite Bundesliga. Man lebt den Fußball in Mattersburg. Gelebte Kommunikation, Vorbildfunktion und die Möglichkeit für jeden dazuzugehören, reduzieren nicht nur Aggressionen, sondern machen von klein auf Lust auf Fußballkultur. Danke. Ja, also ich habe gespielt mit großer Leidenschaft, nicht besonders gut, aber sehr gerne. Und dann war ich und bin noch immer ein bisschen Wiener-Anhänger. Also ich bin in der Ostliga gelandet mit meinen Fußballleidenschaften. Der First Vienna Football Club, der älteste Fußballverein Wiens, ist bekannt für seinen offenen und toleranten Fanclub. Die Grundhaltung ist ja das, dass bei uns sicher Gewalt oder Fremdenhass nicht toleriert wird. Und solange die, sich Leute dem anpassen oder mit dem leben können, also ist jeder gern bei uns gesehen. Die haben was, die sind nämlich nicht deppert. Die spricht einer jeder gut Englisch, sie treibt ganz auch drei in Englisch. Und was da hast du in den Dudelsack-Ding, der ist ein unser großer Schüler. Und einer ist da, zu dem sagst du, der Didi oder Bigi, der kommt mit einem Kilo. Aber so ein lieber Kerl, kann sich super benehmen und redet mit mir, muss er ja nicht. Der sagt, was scheiß auf den Alten, er kauft einen, nimmt einen schwarzen Anzug und geht Probeling. Nein, das machen die nicht. Und das gefällt mir. Das kannst du von meinen Leuten, die so alt sind wie ich, nie haben. Vienna ist toll, da kannst du dich wohlfühlen, da kannst du Party machen, da kannst du das Spiel genießen, ohne dass es irgendwen Stress gibt. Und das ist toll und darum geht es mir, oder ich will keinen Stress. Die Hohe Warte, Treffpunkt und Ort der Kommunikation für unterschiedliche Schichten und Generationen. Hier findet mehr als ein Fußballspiel statt. Ist eine Art Kultur auch in Wirklichkeit. Nicht Fan, ist auch eine Kultursache. Die Fanlieder sind in einer gewissen Form wie Mantras, oder? Und man hofft am Ende, dass das gut ausgeht, aber halt bei uns immer öfter halt nicht so. Aber es macht dann nichts, weil ja trotzdem eine positive Schwingung ist. Solidarität ist ganz wichtig. Also in Zeiten wie jetzt ist das total wichtig. Also das ist schon wichtig. Solidarität über sportliche Interessen hinaus gibt Minderheiten wie dem tibetischen Nationalteam die Möglichkeit, sich selbst als Mannschaft zu definieren und somit ihr Volk verstärkt ins Bewusstsein zu rufen. Ein sportlicher Wettkampf im Zeichen positiver Schwingungen.
es daran liegt, dass bei diesem Spiel die weiblichen Fans den Ton angeben. Wir haben damals gehabt, vor 20 Jahren circa maximal ja, so 10-15% Mädels in der Kurven. Jetzt sind es offenbar 25, was relativ viel ist, finde ich. Das heißt, es gibt so eine Mutmaßung, dass es eine Veränderung gibt hin zu mehr Frauen auch im Publikum und Teil dessen auch mehr Frauen bei den Fans selber. Was interessantes Phänomen ist, was man sagen kann, was heißt das dann? Was wird daraus werden, wenn mehr Frauen da sind? Wird sich die Kultur verändern? Möglicherweise schon, ja. Vielleicht sind Frauen weniger laut, weniger auffällig, trinken vielleicht weniger und prügeln sich seltener. Aber auch da gibt es natürlich Ausnahmen. Sind Frauen am Fußballplatz emotionsloser? Geht dir mal meine Linsen vor, vielleicht sind wir da. Also die Beschimpfungskultur ist ganz wichtig im Stadion. Das will sich auch keiner nehmen lassen. Also Arschloch sagen und so, das macht dann auch der Ministerpräsident. Das darf er da im Stadion. Ob deshalb eine Frau unbedingt das toll findet, ist eine andere Sache, dass sich so verhält. Dass Frauen aus den gleichen Gründen zum Fußball gehen wie Männer? Das ist eine Geschichte, die viele gar nicht so gerne hören, weil das so unspektakulär klingt. Es klingt natürlich viel toller zu sagen, oh, Frauen gehen hin, um sich Männer anzugucken. Und die gehen irgendwie, weil die Männer alle so toll aussehen und wegen der strammen Waden und was es da noch so alles an Vorurteilen gibt. Aber das sind tatsächlich vor allem Klischees. Tatsächlich gehen Frauen hin, um ihre Mannschaft zu unterstützen, weil sie es aufregend finden, weil sie Fußball gerne sehen, weil sie da Freunde treffen. Also aus den gleichen Gründen wie Männer. Da kann das Merchandising natürlich nicht tatenlos zusehen. Hier ist Kreativität gefordert. Was es natürlich gibt, ist, dass das Marketing auch darauf reagiert und dann zum Beispiel bei meinem Verein Borussia Dortmund mit den Farben Schwarz-Gelb dann eine Ladies-Kollektion in Rosa anbietet, wo man dann Trikots mit weiblichem Schnitt haben kann, was ich gut finde, weil ich jetzt eigentlich keine solche Säcke tragen möchte, aber eben in Rosa, was ich sinnlos finde, weil das nicht die Farben von Dortmund sind. Ich glaube, das ist ein Trick sozusagen, um die Frauen als Frauen und als ihr seid anders zu markieren. Oder am Valentinstag kriegt man dann im Stadion eine Rose. Ich meine, was soll ich mit einer Rose im Stadion? Frauen sind längst gleichberechtigte Fans. Und mit allgemeinen Plätzen sollte man vorsichtig sein. Mir passiert es noch, dass ich gefragt werde, oh, und kannst du dann überhaupt Abseits erklären? Wo man denkt, hallo? Das ist so alt, das kannst du mich jetzt nicht, das ist nicht ernst gemeint. Und das passiert aber, und das passiert Männern natürlich nicht. Ich habe also öfter also Frauen mit unerhörter Sachkenntnis das Spiel kommentieren gesehen und habe mich gewundert, denn das war vor 30, 40 Jahren in meiner Jugend kaum denkbar. Da waren wir eine geschlossene Herrengesellschaft, also insofern finde ich das also wirklich ganz gut. Frauen, auf die das nicht zutrifft und die sich schon seit Jahrzehnten im Männerpublikum behaupten, trifft man in der Wiener Oberliga auf dem Slovan HC-Platz. Nicht nur als Fan, sondern als Aktive. Ja, so kannst du wissen. Ich bin ja schon 33 Jahre alt. Was heißt 40 Jahre? Aber Zeugwartin und das erst seit 33. Und das ist das Bild, das haben sie mir gemacht zum 80er. Gertrude Friedrich, genannt die Mamsch, ist nicht nur Zeugwartin des Slovan HC, sondern auch der Mannschaft des Augustin. Immerhin Weltmeister des Obdachlosenfußballs. Und sie ist immer mit vollem Herz dabei. Wenn die Kinder gewinnen und sie freuen sich so nicht, freut man sich natürlich auch mit. Lieber ist mir, ich wasche Wäsche. Und sie haben gewonnen, als wir sie gewinnen nicht, nicht. Weil da habe ich schon oft liebe Sachen gesagt. Auch, nicht? Heute kriegt es kein Handtuch, heute gibt es keins. Weil heute hängt sich beim Fenster aus und lässt sich trinken. Nicht? Der Mensch kommt schon wieder. Ja. Es ist schon was dabei, da musst du schon viel schlucken. Gell? Ich will nicht sagen, was die Kinder alles sagen. Natürlich, da bin ich auch nicht Fan, nicht? Weil wir haben da ein Frauenhaus, die hat einmal zu mir gesagt, Gertl, als ein Feiner wirst du bestimmt nicht. Ich habe gesagt, ja, ich will ja nicht Fan werden. Also ich bleib so, wie ich bin. Siege, danke, Siege, danke! Siege, danke, Siege, danke! Wir werden Meister! Wir werden Meister!
Also Fußball war immer männliche Gewalt. Frauen spielen ja. Und viele Fußballfanatiker, die ich kenne, bevorzugen mittlerweile Frauenfußballspiele, weil hier noch eine einzelne Person etwas bewegen kann. Die heutige Begegnung lautet Sportverein Neulenkbach gegen... Spitzenspiel der österreichischen Frauenfußballliga zwischen SV Neulenkbach und LUV Graz. Vor knapp 100 Zuschauern. Wird Frauenfußball in Österreich ernst genommen? Es ist nicht mehr so ein Thema wie am Anfang, wie das, ja, die können sowieso nicht Fußball spielen, sondern ich glaube, die Männer sehen schon immer mehr, dass wirklich Frauen auch Fußball spielen können. Und einige von ihnen werden Zeugen technischer Gusterstücker. Der Damenfußball hat in letzter Zeit ja auch das Interesse weit über die Damenschaft hinaus bewegen können. Und ich glaube, was man da sieht, sind ja durchaus beachtliche Leistungen und manchmal sogar etwas eleganter als der Herrenfußball. Elegante Kombinationen, offensiver Fußball und immerhin 4 Tore. Es gibt auch den schönen Ausspruch, Frauen spielen Fußball, um zu gewinnen, Männer, um nicht zu verlieren. Finde ich einen guten Ausspruch. Fan, das kommt ja von Fahnum, vom Heiligtum. Und es ist so, als ob man wirklich etwas Heiliges damit verbände. Gewissermaßen ein Fanatismus. Also das eine ist das Innere, das Heiligtum, der Rapidplatz St. Hanapi. Der Tormann hütet sein Heiligtum. Der Stürmer erlöst seine Mannschaft schließlich durch ein Tor, das er in der 99. Minute in der Nachspielzeit schießt und so weiter. Das heißt, das ist eine durchaus religiöse Sache, eine intime Sache, würde ich sagen. Ich habe unlängst in einem Interview gesagt, Rapid ist wirklich Religion. Da fühlt sich jeder wie zu Hause. Und dort, wo die Menschen zu Hause sind, ist Religion oder spielt Religion eine wichtige Rolle. Da ist die spirituelle Ebene einfach vorhanden. Und das zeigt eigentlich, wie sehr Menschen sich danach sehnen. Ich gehe jede Woche in die Kirche. Gott existiert. Die Kirche, der Glaube vor allem, schafft Freiräume. Auch Fußball möchte Freiräume schaffen, wo die Menschen Menschen sind, wo ich sein kann. Vielleicht ist es auch die Ursache unkontrollierter Emotionen statt emotionaler Intelligenz. Ein Fußballspiel anschauen, ohne davon bewegt zu werden, das hielt ich für übermenschlich. Was mich immer wundert, ist, dass sie das Schicksal einfach wirklich mitleben und in allen Fällen, wenn sie verlieren, die Leute ausschauen, als hätten sie selber jetzt ein Spiel verloren. Also es ist eine Nachstellung dieser Anstrengung, die auf dem Spielfeld stattfindet und hat damit was Hocherotisches auch. Man verliebt sich in eine Mannschaft genauso unerklärt, wie man sich in eine Frau verlieben kann. Und das ist etwas, das Nick Hornby in seinem unvergleichlichen Roman Fever Pitch genauso festgehalten hat. Er hing an Arsenal und ich hänge nach wie vor an Rapid. Rapid habe ich mir irgendwie ausgesucht und das bleibe ich auch. Das ist eine Entscheidung von mir selber gewesen. Und ich habe mir schon gedacht, Rapid ist mir auch wurscht. Ich gehe mit, aber bis auf die Unterliga ist mir egal. Aber es muss die Rapid bleiben und sie muss heißen SK Rapid Wien, nicht irgendwie Osterhase, Rot-Blau Rapid oder was. Das Spiel ist ja nie fertig. Es hört nie auf. Das ist das Schöne daran. Bis zum Tode geht es weiter. Der HSV hat ein Feld in unmittelbarer Nähe seines Stadions jetzt aufgekauft, wo dann eingefleischte HSV-Fans sich beerdigen lassen können, bis hin zur Möglichkeit, dass man ja mittlerweile als eingefleischter Fan auch seinen Sarg in den Vereinsfarben nehmen kann. Das ist das schönste Bild für mich. Das ist das mit der Schaffung der Welt. Das sage ich immer, am 8. Tag schuf Gott den Ball. Und er sah, wie die Menschheit davon begeistert war und schenkte ihnen die Europameisterschaft. Fußball ist nicht nur ungerecht, sondern auch unberechenbar.
Auf alle Fälle glaubt der Fan immer an den Erfolg, auch wenn die Hoffnung oft unrealistisch sein mag. Ich erwarte mir, dass das Finale zwischen Österreich und Rumänien bestritten wird und dass das unentschieden ausgeht und dann das Elfmeterschießen so lange dauert, bis meine Amtszeit hier in der Oper vorbei ist.